Servus, Moinsen und Hallo hier bei Zoo & Co. Heute geht es um das Thema Welpenfutter. Wenn ein Welpe in sein neues Zuhause einzieht, ist er in der Regel 8 bis 9 Wochen alt. Und jeder Welpenbesitzer fragt sich, welches Futter ist denn wohl am besten? Welpen benötigen ganz andere wichtige Inhaltsstoffe als ein erwachsenes Tier. So haben sie zum Beispiel einen erhöhten Bedarf an Kalzium, Eiweiß und Protein. Der Magen-Darm-Trakt ist beim Welpen einfach noch nicht vollständig ausgebildet. Daher sollte die Nahrung leicht verdaulich sein. Es empfiehlt sich, den Welpen 3 bis 5 Mal über den Tag hinweg mit kleineren Portionen zu füttern. Je jünger der Welpe, desto öfter. Es gibt für Welpen sowohl hochwertige Trocken- als auch Nassfutter, die sich qualitativ wenig unterscheiden. Trockenfutter bietet praktische Vorteile hinsichtlich der Haltbarkeit, Transportfähigkeit und des Sättigungsgrades. Nassfutter hingegen riecht etwas stärker, was den Appetit von so kleinen, wählerischen Fressern häufig anregt. Gleichzeitig nehmen die Tiere natürlich etwas mehr Flüssigkeit zu sich.